بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister heute alhamdulillah etwas ruhiger als letzte Woche. Und letzte Woche war es ja hier wegen einer Eheschließung etwas laut gewesen, deswegen konnte ich mich auch nicht wirklich konzentrieren. Wir hatten aber trotz alledem letzte Woche angefangen, über Surat al-Insan zu reden. Und wir haben auch mit dem ersten Abschnitt von Surat al-Insan begonnen gehabt und auch uns mit einigen grundlegenden Informationen über diese Sura beschäftigt gehabt. Ich stelle noch mal ein, zwei Fragen, inshallah ta'ala. Meine Frage ist zunächst erst einmal, Surat al-Insan, mekkanisch oder medinensisch? Die Gelehrten sind sich uneinig. Genau, richtig, korrekt. Die Gelehrten sind sich uneinig, weil es keinen konkreten Offenbarungsanlass gibt. Und einige Gelehrte sind davon ausgegangen, dass es sich eindeutig um eine mekkanische Sura handelt, weil das Thema eher mekkanischer Natur ist. Und andere aufgrund einer Ayah, wo es einen Offenbarungsanlass gibt, ja, sind eher davon ausgegangen, dass es sich um eine medinensische Sura handelt. Aber wie gesagt, es ist nicht eindeutig und es gibt diesbezüglich verschiedene Meinungen. Gut. Diese Sura hat einige Vorzüge, oder besser gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Surat al-Insan immer zu einer bestimmten Zeit im Gebet rezitiert. Weiß jemand, zu welchem Gebet unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Surat al-Insan rezitiert hat? Richtig, barakallahu fik. Da gab es zwei Suren, Sajda und Insan. Sajda und Insan. Ja, diese beiden Suren hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam rezitiert. In Ägypten beten die immer zum Fajr-Gebet, meistens ja, in der Moschee. Surat al-Sajda machen die Sajda ja, in der ersten Raka und dann Surat al-Insan in der zweiten Raka. Ja, und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat, wie gesagt, großen Wert darauf gelegt. Wir haben auch erklärt, warum das sein könnte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gerade zum Freitag Fajr diese beiden Suren rezitiert, unter anderem auch Surat al-Insan. Der Grund ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Insan uns aufzeigt, warum wir überhaupt erschaffen worden sind. Und hier kommen wir schon zu der nächsten Frage, und zwar: Was ist eigentlich das Ziel dieser Sura? Was möchte diese Sura vermitteln? Was ist so das Hauptthema dieser Sura? Und was möchte Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeben? Eine sehr, sehr wichtige, essentielle Botschaft. So die Hauptbotschaft, welche hier vermittelt wird in dieser Sura. Deswegen heißt sie ja auch Surat al-Insan. Er hat noch andere Namen, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, inshallah, unsere Wiederholung. Ja? Aber grundsätzlich ist die Frage, was ist die Hauptbotschaft dieser Sura? Ja. Warum wurde der Mensch erschaffen? Und warum wurde er erschaffen? Warum? Was gibt uns die Sura für eine Antwort? Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, ne? Ja, nee, die Sura gibt uns eine konkrete Antwort. Ja, fast. Die Sura gibt uns eine klare Antwort. Und zwar in der zweiten Ayah. Nabtari, barakallahu fik. Mashallah. Ja. Um ihn zu prüfen. Um den Menschen zu prüfen. Es geht um eine Prüfung. Und wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Mensch sich das immer wieder vor Augen hält. Weil das zieht sich durch den gesamten Koran. Dass wir erschaffen worden sind, nicht um hier ewig zu leben, nicht um einfach nur die Dunya zu genießen, sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala uns prüfen möchte. Und wer das nicht verstanden hat, der wird das Ziel in seinem Leben verfehlen. Wer das aber verstanden hat, der wird mit jeder Situation umgehen können. Hat er Gutes, also Gnade von Allah in Form von Gaben erhalten, ist er dankbar. Und deswegen heißt es ja auch, immer shakiran, ja, das sind wir dankbar. Ja? Er zeigt Dankbarkeit, der Mensch. Ja? Und wenn Allah Ta'ala von ihm etwas nimmt oder seine Versorgung bemisst, ihn prüft mit einer Krankheit, mit einem Schicksalsschlag, dann ist er was? Sabur. Er ist geduldig.
Und wer das nicht verstanden hat, der wird durch das Leben gehen und viele Dinge falsch interpretieren und dementsprechend auch falsch handeln. Aber wer das verinnerlicht hat, warum Allah ihn erschaffen hat, aus welchem Grund, und dass er ihn immer wieder prüft, mit guten und mit schlechten Dingen, aus menschlicher Perspektive, der wird diese Prüfung bestehen können und der wird auch eine innere Ruhe haben, weil er ganz genau weiß, nur weil Allah Ta'ala von mir was genommen hat, heißt es nicht, dass er mich im Stich gelassen hat. Es gab viel bessere Menschen, denen Allah viel mehr genommen hat als mir, wie Propheten. Und die eine viel höhere Stellung bei Allah haben und die Allah viel mehr liebt. Also liegt es nicht daran, dass Allah mich nicht liebt, sondern es ist einfach ein Teil meiner Prüfung in dieser Dunya. Und wenn Allah mir gibt, heißt es nicht, dass er mich liebt. Weil Allah Ta'ala hat Menschen, die er überhaupt nicht liebt, sehr, sehr viel gegeben, nur damit sie noch weiter vom richtigen Weg abkommen. Wie beispielsweise Qarun, Pharaon, viele Völker, die Allah am Ende vernichtet hat oder auch nicht vernichtet hat, die einfach in die Irre gegangen sind. Also nur weil dir Allah gibt, heißt es nicht, dass Allah Ta'ala dich liebt. Das ist so wichtig, subhanallah. Deswegen Suratul Insan. Ja, darum dreht sich die gesamte Sura. Und dann, wie der Ausgang ist, für diejenigen, die die Prüfung verstanden haben und bestanden haben, und wie der Ausgang ist für diejenigen, die die Prüfung nicht verstanden haben und dementsprechend auch nicht bestanden haben. Immer shakiran, wo immer kafura. Entweder dankbar oder undankbar. Und interessant ist, dass Allah Ta'ala dann in nur einer einzigen Ayah über die Undankbaren spricht, die wir auch schon besprochen hatten. Inna a'tadana lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und eine Feuerglut bereitet. Und dann spricht Allah Subhanahu wa Ta'ala über mehrere Verse hinweg über die Shakirun, über die Dankbaren. Und was sie erhalten werden. Und das ist sehr interessant, gerade in dieser Sura, die wir als Insan bezeichnen, als der Mensch. So als würde Allah Ta'ala uns sagen wollen, ich habe den Menschen nicht für das Höllenfeuer erschaffen, sondern ich habe ihn eigentlich für das Paradies erschaffen. Wo war denn er denn, bevor er auf die Erde kam? Er war doch im Paradies. Unabhängig davon, ob das ein Paradies auf Erden war oder Jannatul Khuld, das Paradies, was wir betreten werden, gibt es ja unterschiedliche Meinungen unter den muslimischen Gelehrten. Unabhängig davon, aber der Mensch war ja ursprünglich schon im Paradies gewesen. Und Allah Ta'ala, er hat dich nicht erschaffen, um dich zu bestrafen in der Hölle, sondern Allah Ta'ala hat dich eigentlich erschaffen in seiner Weisheit, damit du wieder zurück zum Paradies kommst. Aber er hat dir diese Prüfung auferlegt. Er hat dich auserwählt. Es mögen einige sagen, ja, aber warum? Ich will gar nicht diese Prüfung durchmachen. Möchte ich nicht. Allah fragt nicht, bevor er etwas bestimmt, ja, jemanden, ob er das darf oder nicht. Sondern Allah bestimmt die Dinge, so wie sie sind. Das ist genauso, wie wenn du in eine bestimmte gesellschaftliche Position hineingeboren wirst. Du hast nicht die Wahl. Du kannst nicht sagen, ich möchte kein König sein. Du bist König oder du bist Prinz oder wie auch immer. Du hast diese Stellung, ob es dir gefällt oder nicht. Andere würden gerne diese Stellung haben, können es nicht. Du hast sie und sagst, warum bin ich gerade sozusagen derjenige, der diese Stellung hat. Ja, es ist so. Allah Ta'ala hat das für dich bestimmt. Punkt. Ja? Das kannst du annehmen, kannst du nicht annehmen. Mach das Beste daraus. Das ist das, worauf es ankommt. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Er wird nicht gefragt, worüber, oder er wird nicht gefragt danach, was er getan hat. لا يسأل عما يفعل. Oder was er tut. وهم يسألون. Aber sie werden befragt. Und das ist immer das Interessante, subhanallah. Der Mensch ist sehr, sehr merkwürdig. Viele Menschen, du hörst auch manchmal so Atheisten sagen, ja, was soll das? Ich meine, ich wurde nicht gefragt, ob ich geprüft werden möchte oder nicht. Aber auf der anderen Seite, subhanallah, guck mal, wenn wir mal einfach eine Dunya-Angelegenheit nehmen, ja, und dann sehen Leute, die in eine reiche Familie oder eine angesehene Familie hineingeboren wurden. Die meisten Leute sind neidisch auf diese Leute. Und diejenigen, die dann vielleicht in dieser Familie sind, sagen, ja, warum bin ich dann hineingeboren worden? Ich habe es mir noch gar nicht ausgesucht. Ja, subhanallah. Und trotzdem sind die meisten neidisch. Und genauso auch ist es mit den Menschen. Allah hat dem Menschen eine gewaltige Stellung gegeben. Eine gewaltige Stellung.
Im Vergleich zum Rest der Schöpfung haben wir die höchste Stellung überhaupt. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Und wir haben die Kinder Adams geehrt. Wir haben sie erhöht. Der Rest der Schöpfung ist eigentlich neidisch auf uns. Und deswegen, Iblis war neidisch auf den Menschen, weil er gesehen hat, was er für eine Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Es ist richtig, ich konnte mich nicht dafür entscheiden. Aber am Ende ist es eine gewaltige Gnade, die Allah ta'ala mir gegeben hat, dass ich die Wahl habe, mich zu entscheiden zwischen gut und schlecht. Stell dir mal vor, du hättest diese Wahl nicht. Stell dir mal vor, dir würde vorgeschrieben werden, wie bei den Bienen oder den Ameisen, du bist ein Arbeiter oder eine Arbeiterin und du musst dein Leben lang eine Arbeiterin sein. Du kannst dich dagegen entscheiden. Du bist eine Drohne bei den Bienen. Oder du bist die Königin, die nur die Aufgabe hat zu gebären. Sie kann sich nicht dagegen entscheiden. Sie muss diese Aufgabe erfüllen, ob sie will oder nicht. Allah hat sie so erschaffen. Aber subhanallah, der Mensch, ja, er hat diese Stellung, dass er sich selbst entscheiden darf, welchen Weg er gehen möchte. Eine Stellung, um die eigentlich jedes andere Geschöpf den Menschen beneidet. Und der Mensch ist so undankbar und sagt, ja, warum prüft mich Allah? Sei doch dankbar. Alhamdulillah, dass du diese Möglichkeit hast. Alhamdulillah, dass du diese Freiheit hast. Und deswegen, subhanallah, ist sehr interessant. Die meisten Menschen fliehen in freie Gesellschaften. Auch die Flüchtlinge heutzutage, subhanallah. Ja? Warum tun sie das? Weil sie dort die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten. Obwohl sie vielleicht Gefahr laufen, dann Dinge zu machen, die verboten sind oder die ihnen nicht gut tun. Aber am Ende sagen sie, ich möchte das selbst entscheiden. Das ist interessant, oder? Am Ende sagen sie, auch wenn ich weiß, dass vielleicht Alkohol oder Drogen oder andere Dinge nicht gut für mich sind, aber ich möchte selbst entscheiden, ob ich das nehme oder nicht. Das heißt, der Mensch ist eigentlich freiheitsliebend, subhanallah. Aber er muss dann auch dafür Verantwortung tragen, für was er sich entscheidet. Und genauso auch ist es, subhanallah, in dieser Dunya. Diese Dunya ist Darul Ibtila. Allah hat uns erhöht. Wir haben die Möglichkeit zu entscheiden. Aber es ist unsere Prüfung, bei der Allah Ta'ala jeden Einzelnen von uns prüft, wie wir uns entscheiden werden. Und das Schöne ist, Allah Ta'ala hat uns nicht einfach allein gelassen, sondern er hat uns was? Er hat uns Zeichen gegeben. Zeichen gegeben, die um uns herum sind, die Zeichen seiner Schöpfung und Zeichen gegeben, die er von uns herabgesandt hat, wie wir heute noch sehen werden in dieser Sura. Das noch einmal, insha'Allah ta'ala, als kurze Wiederholung zu dem, was wir letzte Woche gemacht haben, mit einigen noch wichtigen Zusätzen. Jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die Kafirun beschrieben hat in einer einzigen Ayah, spricht er über die Abrar. Wir haben diese beiden Ayah schon erwähnt gehabt, aber ich lese sie noch einmal vor, insha'Allah ta'ala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Gewiss, die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung Kampfer ist. Eine Pflanze, ja, die damals bei den Arabern sozusagen beliebt gewesen war und was man dem Getränk beigemischt hat. Die kommt vom Kampferbaum, ja, und gehört der Pflanzenart aus der Familie der Lorbeergewächse an, habe ich mir aus Wikipedia dann rausgesucht. Ja? Und daraus entnimmt man auch das Gewürz Zimt. Ja? Also Zimt wird anscheinend aus Kampfer hergestellt. Wusste ich auch nicht. Ja? Aber wie gesagt, falls ich da falsch liegen sollte, dann gibt Wikipedia die Schuld und nicht mir. يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَفُورًا, dessen Beimischung Kampfer ist, einen يشرب بها عباد الله, aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken, يفجرونها تفجيرا, die sie sprudelnd hervorströmen lassen. Wir hatten darüber letzte Woche auch gesprochen gehabt, was damit gemeint ist. Die sie sprudelnd hervorströmen lassen, gemeint damit ist, dass egal an welchem Ort im Paradies du dich befindest, du hast immer deine eigene Quelle bei dir, die plötzlich so wie aus dem Nichts, subhanallah, hervorgesprudelt kommt. Allahu Akbar. Also im Paradies fehlt es dir an nichts. Alles, was du brauchst, ist immer bei dir. Und das bestätigt Allah Ta'ala jetzt auch noch in den kommenden Versen. Aber zunächst erst einmal zeigt Allah Ta'ala auf, warum sie diese Stellung im Paradies erlangt haben. Und er nennt jetzt einige Taten, die dazu geführt haben, dass sie diese Stellung haben. Und wir dürfen nicht vergessen, Suratul Insan, so sollte eigentlich der Mensch sein. Also nach diesen Eigenschaften, die wir hier haben, sollte der Mensch streben. Und Allah Ta'ala ernennt hier nur einige Punkte, aus denen wir aber
noch andere Taten schließen können. Also es geht hier um Beispiele für bestimmte Kategorien von Taten. Das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala über sie erwähnt, ist yufuna bin nadri. Sie erfüllen das Gelübde. Was ist ein Gelübde? Ein Gelübde ist, ein Nadr ist, dass ich sage, ich verpflichte mich gegenüber Allah, etwas Bestimmtes zu tun. Unabhängig davon, ob ich dafür was vorher erwarte von Allah oder ob ich direkt sage, ja Allah, weil ich gerade in einem Freudenzustand bin beispielsweise, ich werde das tun. Als Beispiel. Ja, zwei Kategorien von Nadr. Ja, die erste ist, ja, ich sage, ja Allah, ich verpflichte mich dir gegenüber, 2 Rak'at zu beten. Oder ich verpflichte mich dir gegenüber, lillahi alayya, an asuma yawma. Ich verpflichte mich sozusagen, einen Tag zu fasten. Wenn ich das tue, ist das ein Gelübde, was ich einhalten muss. Ich habe mich zu etwas verpflichtet. Zu einer Tat, die eigentlich ursprünglich keine Pflicht ist, habe ich mich verpflichtet. Die zweite Kategorie von Nadr ist, dass ich sage, ja Allah, sollte mein kranker Vater, meine kranke Mutter gesund werden, dann werde ich ein Opfertier schlachten. Ich mache das von etwas abhängig. Wenn dann Allah Ta'ala meine Mutter gesund machen sollte, was passiert dann? Ja, dann muss ich dieses Gelübde einhalten. Die Gelehrten sind sich uneinig darüber, ob An-Nadr etwas Empfohlenes ist oder nicht. Es gibt einige Hadithe, die darauf hindeuten, dass An-Nadr eigentlich nichts Empfohlenes ist. Warum? Ja, weil du im Grunde genommen dir etwas auferlegst und das im Grunde genommen nur tust, damit du etwas dafür als Gegenleistung bekommst. Und dieser Nadr wird nichts am Qadar Allahs ändern, an der Bestimmung Allahs ändern. Es gibt aber wiederum Gelehrte wie die Schafi'iten, die sagen, ein Nadr ist grundsätzlich etwas Gutes, deswegen lobt ja auch Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, welche ihren Nadr einhalten. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, wir wollen jetzt nicht zu sehr in das Fiqh-Thema hineingehen, ja, aber wichtig ist, und das ist das Positive, das ist der Aspekt. Sie halten ihre Versprechen ein, in jeglicher Art. Sie ehren die Gebote Allahs. Ich meine, kein Mensch weiß das, wenn ich sage, ja Allah, ich werde das und jenes tun. Bekommt kein Mensch mit. Und trotzdem halten sie das ein. Und das deutet darauf hin, dass sie die Gebote Allahs ehren. Und Imam al-Razi, er hat gesagt, und ich zitiere einfach mal auf Arabisch, اِعْلَمْ أَنَّمَ جَامِعَ الطَّاعَاتِ مَحْصُورَةٌ فِي أَمْرَيْنِ. Wisse, dass die, also مَجَامِعَ الطَّاعَاتِ, also die guten Taten, ja, als Ganzes, auf sozusagen in zwei Angelegenheiten oder zwei Bereiche unterteilen kann. Erstens, At-ta'zimu li amrillah. At-ta'zimu li amrillah. Dass ich das Gebot Allahs, den Befehl Allahs ehre, hochhalte. Und dann sagt er, wa ilayhi al-isharatu bi qawlihi yufuna bin nadr. Und darauf deuten die Worte Allahs hin, yufuna bin nadr. Sie halten sozusagen sie erfüllen das Gelübde. Kein Mensch weiß das, aber ich weiß es. Und ich weiß, dass ich aber dieses Versprechen gegeben habe und deswegen erfülle ich dieses Gelübde auch. Und dann sagt er, وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامِ. Und dann die zweite sozusagen Kategorie von guten Taten ist was? Dass ich Mitleid habe mit den Geschöpfen Allahs. Und darauf deutet dann die andere Ayah hin, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامِ. Und sie sozusagen geben, obwohl Speise zu essen einem Armen und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Das sind zwei Bereiche von guten Taten. Wir haben einmal die Ibadat und einmal die Mu'amalat. Jedes Fiqh-Buch ist so aufgebaut. Ibadat und Mu'amalat. Und es reicht nicht aus, dass ich einfach nur gegenüber den Menschen gut bin, aber meine Ibadat vernachlässige. Genauso wenig, wie es ausreicht, nur gegenüber den Ibadat gut zu sein und meine Mu'amalat vernachlässige, indem ich einen schlechten Charakter habe. Sondern ich muss es schaffen, beides miteinander in Einklang zu bringen. Und das ist etwas, was wir immer wieder im Koran finden.
Also so oft, dass es wirklich eine Sache ist, über die es, die erhaben ist über jedem Zweifel. Und jeder, der daran zweifelt, eigentlich den Koran nicht verstanden hat. Und deswegen immer wieder heißt es, inna ladina amanu wa amilu salih. Diejenigen, die glauben, also dieser Glaube gegenüber Allah, das Verinnerlichen, Ehrfurcht gegenüber Allah, alles was dazu gehört. Ta'zim amrillah. Ich halte die Gebote Allahs hoch. Ich ehre sie, weil ich tief verinnerlicht habe, dass Allah Ta'ala existiert und dass er mich sieht. Und dann, wa amilu salihat. Und dann rechtschaffene Werke tun. Ja? In allen Bereichen, aber insbesondere auch gegenüber den anderen Geschöpfen. Das finden wir immer wieder. In den unterschiedlichsten Versen, wo die Gläubigen beschrieben werden. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir brauchen nur diesen zweiten Teil, dass ich gut gegenüber den Geschöpfen. Der Islam ist nur gekommen für den guten Charakter. Und es kommt eigentlich gar nicht so auf den Iman an. Dann ist das jemand, der die Hälfte des Glaubens einfach so beiseite gelegt hat. Das ist sehr gefährlich. Aber das ist der liberale Ansatz, den wir heutzutage haben. Und das ist eine große Fitna. Ich sage es euch ganz offen. Das ist eine sehr, sehr große Fitna. Weil hier geht es nicht nur darum, dass ich, wisst ihr, wenn es um Fitna geht in Bezug auf Shahawat, auf Begierden, dass jemand, wal'iyazu billah, vielleicht schwach wird, Sinne macht. Das ist schlimm. Das ist eine Sünde. Aber sein Iman ist noch vorhanden. Aber wisst ihr, wann es wirklich gefährlich wird? Wenn jemand anfängt, diese Grundlagen anzuzweifeln und sich fragt, wozu brauche ich eigentlich diese ganze Sache noch? Iman, Islam, Gebet. Am Ende kommt es doch nur darauf an, dass ich ein guter Mensch bin. Und hier ist die große Fitne. Wie definiere ich einen guten Menschen? Wer sagt mir, welcher Mensch gut ist und welcher Mensch nicht gut ist? Wer sagt mir das? Und da haben wir so viele, auch Muslime, die genau auf diesen Zug aufgesprungen sind. Welche anfangen, diese Fundamente anzuzweifeln und sagen, ich finde, also es kommt nur auf den Akhlaq an, das ist das Wichtigste überhaupt. Hauptsache ein Mensch ist gut. Ob er dann betet, nicht betet, das ist seine Sache. Ja? Und darauf kommt es nicht wirklich an. Auch ob er glaubt oder nicht glaubt, ja? Das ist nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass er ein guter Mensch ist. Weil die Religion ja gekommen ist, um den Menschen zum guten Charakter zu führen. Und wenn er das hat, dann hat er im Grunde genommen den Glauben erfüllt. Meine lieben Geschwister, das ist sehr gefährlich. Weil das ist ein Weg nicht nur zur Ma'siyah, zur Sünde, das ist ein Weg zum Kufr. Das kann wirklich im Kufr enden, im Unglauben enden. Weil ich hier ganz klar etwas anzweifle, was zu den Fundamenten unseres Glaubens gehört. Islam ist nun mal Gottergebenheit. Es ist einfach so. Ich kann nicht einfach eine Religion, die sich Hingabe nennt, zu Gott, ja, zu einer Religion machen, wo Gott nur noch sekundär ist. Funktioniert nicht. Aber das ist genau dieser liberale Ansatz. Wo es egal ist, was du glaubst, Hauptsache du bist ein guter Mensch. Das ist das, worauf es ankommt. Sehr gefährlich. Und ich sag's euch, das wird immer mehr werden. Und diese Theologie der Barmherzigkeit, wie sie jetzt einige Professoren an den Universitäten lehren, ja, und auf die jetzt immer mehr Leute aufspringen, auch Influencer, YouTuber, ja, die sehr großen Einfluss auf die muslimische Jugend haben, im deutschsprachigen Raum, aber auch im englischsprachigen Raum, aber auch sogar im arabischsprachigen Raum, ja, ja, das ist eine große Fitne, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser Fitne bewahren, weil sie am Ende dazu führt, dass man sagt, Religion ist nebensächlich, wichtig ist nur der Charakter des Menschen. Und auf jeden Fall, damit wir zurückkommen, insha'Allah ta'ala, ja, das sind die beiden Bereiche der guten Taten, wie es Imam al-Razi gesagt hat. Und jetzt, ja, sie erfüllen das Gelübde, yufuna bin nadr. Und jetzt ganz wichtig, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Allah Ta'ala, er spricht hier das Herz an. Das Herz des Mu'mins. Das Herz des Mu'mins ist gefüllt mit zwei Emotionen, zwei Gefühlen. Al-Khawf wa-Raja. Al-Khawf wa-Raja.
Ehrfurcht gegenüber Allah. Guck mal, Allah sagt das ganz klar. Sie haben Angst vor diesem Tag. Weil sie wissen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Und weil es ein Tag ist, an dem sich das Übel wie im Flug ausbreitet. Also überall gibt es Gefahren an diesem Tag. Die Menschen werden Angst haben. Dieser Tag wird kommen und sie haben Angst vor diesem Tag. Das ist das eine Gefühl. Das andere Gefühl ist aber das Gefühl der Hoffnung. Und das ist noch stärker ausgeprägt. Und deswegen Allah Ta'ala spricht in den ganzen Ayat nur über die Leute des Paradieses, subhanallah. Um uns genau diese Hoffnung zu geben. Und auch hier wieder, ganz, ganz wichtig. Es gibt heutzutage diese Herangehensweise zu sagen, ja, nur die Barmherzigkeit zählt. Dieser Aspekt der Ehrfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala wird komplett ausgeblendet. Aber das widerspricht eindeutig dem Koran. Verstehen wir den Koran besser als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Besser als die Sahaba radwanullahi alaihi? Besser als diese ganzen ersten Generationen? Das kann nicht sein. Deswegen, ja, Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda, schaut mal, subhanallah, ja, wie vollkommen sein Iman gewesen ist. Wie er diese Worte Allahs verinnerlicht hat. Er hat gesagt, wenn alle Menschen das Paradies betreten würden, außer einer einzigen Person, dann hätte ich Angst, diese Person zu sein. Und wenn alle Menschen die Hölle betreten würden, außer einer einzigen Person, dann hätte ich Angst, dann hätte ich die Hoffnung, diese Person zu sein, die das Paradies betritt. Obwohl da Propheten sind, er hätte aber die Hoffnung, trotzdem diese eine Person zu sein. Ar-Raja wal-Khauf, subhanallah. Und jetzt nennt Allah Ta'ala, nachdem er einmal diese Ehrfurcht in ihren Herzen genannt hat, ja, und dass sie ihre Ibadat erfüllen, also ihre gottesdienstlichen Handlungen, nämlich indem sie ihr Gelübde erfüllen, was daraus resultiert, dass sie Ehrfurcht in ihrem Herzen haben, ja, spricht jetzt Allah Ta'ala über diesen anderen Bereich von Ibadat, von guten Taten, nämlich, dass ich gut zu den Menschen bin, und zwar zu allen Menschen, egal, ob Muslime oder nicht Muslime. Das ist sehr, sehr wichtig. Allen Menschen, allen Geschöpfen. Allah Ta'ala, er sagt, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Und sie geben, obwohl man sie liebt, Speise zu essen einem Armen, einer Waisen und einem Gefangenen. Subhanallah. Allah Ta'ala, er nennt hier drei verschiedene Menschen. Einmal einem Armen im Allgemeinen, jeder, der bedürftig ist. Dann einer Weisen, noch einmal eine extra Kategorie, die hervorgehoben wird von Allah Ta'ala immer wieder im Koran. Ja, beispielsweise in Surat Al-Balad sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةَ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةَ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةَ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةَ. Also entweder einer Waisen, die mit ihm verwandt ist, oder einem sozusagen Bedürftigen, der voller Staub ist. Also immer wieder hebt Allah subhanahu wa ta'ala die Yatama hervor, weil sie eine besondere Stellung haben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Und zwar Asira. Und einem Gefangenen. Und wie es überliefert wird, auch von Abdullah ibn Abbas, dass es keine muslimischen Gefangenen gab zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sondern es gab nur nicht-muslimische Gefangene von den Muschrikun, gegen die Muslime gekämpft haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala erfordert hier von den Muslimen, oder er erzählt das, ja, was sie tun, und es ist gleichzeitig eine Empfehlung und eine Aufforderung, dass sie sich um all diese Menschen kümmern sollen, selbst um jemanden, der dich vorher bekämpft hat. Im Christentum spricht man ja immer wieder, hört man ja immer wieder, wir haben so etwas wie Fremdenliebe oder sogar Feindesliebe. Das ist genau das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns hier aufzeigt. Dass ich auch gut bin zu den Menschen, die mich vielleicht vorher bekämpft haben, aber jetzt bin ich für ihn verantwortlich und ich behandle ihn gut. Und kümmere mich um ihn, obwohl er mich vorher bekämpft hat. Subhanallah. Das ist das, was Allah Ta'ala möchte. Es gibt eine Überlieferung, jetzt hier in diesem Zusammenhang, die nicht authentisch ist, wo
wo gesagt wird, sozusagen, wo erzählt wird von Ali ibn Abi Talib und seiner Frau Fatima radiallahu anhuma, dass sie mit dieser Ayah gemeint sind. Da wird diese Überlieferung erwähnt, dass sie 3 Tage lang gehungert haben, weil jedes Mal kam eine sozusagen dieser Person zu ihnen. Und jedes Mal haben sie dann dieser Person etwas gegeben und haben dann darauf verzichtet, weil sie an diesem Tag gefastet hatten. Diese Überlieferung ist nicht authentisch. Ja, natürlich fallen auch Ali radiallahu anhu und Fatima radiallahu anha unter diese Kategorie, keine Frage. Ja, aber wie die Gelehrten gesagt haben, dann sind alle Abrar gemeint. Also alle Menschen, ja, welche fromm sind, ja, fallen darunter. Also jeder Mensch sollte im Grunde genommen so sein. Und es wird auch überliefert, dass die Muslime, als sie Gefangene genommen haben bei der Schlacht von Badr, dass einige dann, obwohl sie sehr, sehr wenig hatten, dann den Gefangenen, ja, von den Quraysh etwas zu essen gegeben haben. Das ist das, was Allah von uns verlangt. Und ich finde das sehr wichtig. Ich finde, diese Einstellung ist sehr wichtig. Heutzutage haben wir immer wieder Muslime, die Frage stellen, ja, darf ich eigentlich einem Nicht-Muslim etwas geben? Und ich frage mich immer, woher kommt diese Einstellung? Allah Ta'ala, er verlangt von uns im Allgemeinen erstmal Gutes zu tun. Und wenn da ein bedürftiger Mensch ist, dann ist mir das erstmal völlig egal, ob der Muslim ist, ob er nicht Muslim ist. Ich helfe ihm, weil er Hilfe braucht. Diese Einstellung brauche ich. Und ich tue das für Allah subhanahu wa ta'ala, nicht um ihn zu bekehren oder ihn zu missionieren, ja, sondern ich tue das, weil Allah ta'ala es von mir verlangt hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir Muslime in Deutschland diese Einstellung noch mehr fördern. Was mir ein bisschen gefehlt hat, beispielsweise jetzt bei der Flutkatastrophe, fasse ich mir auch an die eigene Nase, ja, ist, dass wir beispielsweise, es gab einige Moscheen, die das gemacht haben, aber viel zu wenig uns beteiligt haben an dieser Kampagne für sozusagen dieser Hilfskampagne für die Menschen, die unter dieser Flutkatastrophe gelitten haben. Ja? Es gab einige, auch einige Moscheen, die das gemacht haben, ich weiß das, ja? Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir als Community noch viel stärker, ja, das tun und darin wirklich vorbildlich sind. Vorbildlich sind, weil das ein ganz, ganz wesentlicher Teil unseres Glaubens ist. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns Muslimen verlangt hat. Und das ist eine der gewaltigsten Ibadat, die ich tun kann. Dass ich mich grundsätzlich um bedürftige Menschen kümmere, um Waisenkinder kümmere und sogar um Menschen kümmere, die gefangen sind bei mir und die mich vorher bekämpft haben. Wie ist es dann erst mit Menschen, mit denen ich friedlich zusammenlebe, ja, die meine Nachbarn sind, ja, mit denen ich im Grunde genommen alles teile, unsere Kinder gehen auf dieselbe Schule, wie ist es dann erst mit diesen Menschen, ja, die mit uns zusammenleben, um die muss ich mich natürlich noch viel mehr kümmern. Und ich sage es euch ganz offen, das ist eine der besten Formen der Dauer. Weil das ist das, was am Ende die Menschen erreicht. Unsere Handlung. Wie handeln wir? Die Menschen, es ist egal, ob wir hier in der Moschee beten oder nicht. Ja, die sehen das nicht. Sondern was sie sehen ist, wie wir handeln. Ja, wie wir uns geben als Muslime. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Zusatz, subhanAllah. Und zwar sagt Allah Ta'ala, nachdem, ja, er sie so beschrieben hat, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Wir speisen euch nur um Allahs Angesicht willen. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Erst einmal die Frage, sagen sie das den Leuten ins Gesicht? Wahrscheinlich nicht. Sondern das ist das, was sie denken. Es gibt manche Leute, ich kenne das so, wenn sie was machen, sagen, ich mache das für Allah. Sag das nicht, mach es einfach. Dass du es für Allah machst, das ist eine Sache zwischen dir und zwischen Allah. Du musst es nicht jemandem noch unter die Nase reiben. Mach es einfach. Ja? Mach es einfach. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und deswegen höchstwahrscheinlich, ja, vielleicht gibt es auch unterschiedliche Situationen. Manchmal ist es auch völlig wichtig, das hervorzuheben. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass sie das vielleicht gar nicht den Bedürftigen direkt ins Gesicht sagen, sondern dass sie das noch einmal denken, wenn sie das tun. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor du eine Tat vollziehst, erneuere deine Absicht, damit du dafür auch einen Lohn bekommst für Allah. Man kann auch einen Lohn bekommen, ohne die Absicht zu haben, wenn es eine gute Tat an sich ist. Wie beispielsweise in dem Hadith mit der Prostituierten, die einen Hund gesehen hat, ja, und die dann Mitleid bekam. Sie kam nur Mitleid bekommen. Allah sagt, der Prophet sagt nicht, dass sie das für Allah getan hat. Sie hat nur Mitleid mit dem Hund bekommen, hat ihm zu trinken gegeben, Allah Ta'ala hat ihr vergeben. Und deswegen sagen die Gelehrten, man kann auch für eine gute Tat, selbst wenn man nicht sozusagen extra die Absicht gefasst hat, das für Allah getan zu haben, von Allah belohnt werden.
Aber wenn du noch einmal extra die Absicht fasst, dass es für Allah ist, dann wird der Lohn vervielfacht. Subhanallah. Problematisch ist es dann, wenn ich das tue aus Augendienerei. Da wird es gefährlich, weil dann nämlich Allah subhanahu wa ta'ala meine Tat nicht annimmt. Und hier sehen wir noch einmal, wie wichtig genau dieser Aspekt ist, dass ich es für Allah tue. Das macht den Muslim aus. Das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der an Allah glaubt, aufrichtig an Allah glaubt, und einem Menschen, der nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Er hat noch einmal diese Absicht. Lasst uns versuchen, alle unsere Taten, die wir vollziehen, immer mit einer Niyya zu vollziehen, mit einer Absicht. Warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich das eigentlich jetzt? Damit ich für meine Tat einen Lohn von Allah bekomme oder noch mehr Belohnung bekomme, als wenn ich es einfach so tue. Und die Gelehrten gesagt haben, die Absicht ist eine Wissenschaft für sich selbst, subhanallah. Die Absicht ist eine Wissenschaft für sich selbst. Weil ich durch die Absicht meine Taten vervielfachen kann. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, wie das funktioniert. Ich kann beispielsweise in die Moschee kommen, hier zu diesem Unterricht, ja, mit der Absicht, ich möchte einen Vortrag hören. Okay, gut. Aber stell dir mal vor, ich mache es jetzt so, dass ich noch weitere Absichten hinzufüge. Ich sage, okay, ich mache das nochmal explizit für Allah, um meinen Iman zu erneuern. Ich mache das, damit ich meine Geschwister sehe, ja, die ich sozusagen für Allah subhanahu wa ta'ala liebe. Ich mache das, damit ich das Wissen auch umsetze. Schaut mal, wie viele, und noch viele andere Absichten, die hinzukommen. Ich mache das, um diese Zeit zu verbringen, um ein bisschen I'tikaf in der Moschee zu machen. Ja, als Beispiel. Ja. Das muss man erstmal bewusst machen. Das ist auch eine harte Arbeit. Das ist nicht einfach. Es ist keine körperliche Arbeit, aber es ist eine Arbeit des Herzens, subhanallah. Es erfordert ein wirklich sehr, sehr starkes Bewusstsein. Aber derjenige, der das tut, Allahu Akbar, ja, der wird viel erreichen, sehr viel erreichen bei Allah Ta'ala. Viel mehr als jemand, der das einfach macht, ohne vorher diese Absicht zu fassen. Und wir kennen alle den Hadith, dem Allah Ta'ala, in dem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, innamal a'malu binniyat. So einfach ist die Sache. Die Taten sind entsprechend ihren Absichten. Und dann, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Das ist die Einstellung eines Mu'mins. Was du auch immer tust, tu es nicht, damit die Menschen dich loben dafür. Wenn du in der Moschee tätig bist, etwas tust für die Gemeinschaft, jemandem hilfst, dann reib ihm das nicht unter die Nase. Es gibt viele Leute, die das machen, subhanallah. Es gibt viele Leute, die das machen. Ja, Leute, die dann vielleicht ein paar Monate, ein paar Jahre in der Moschee aktiv gewesen waren, dann kommt es zu einem Streit, dann guck mal, ich habe so viel gemacht für euch, etc. Du hast es für dich gemacht am Ende. Leute, die für die Moschee gespendet haben, dann haben sie ein Problem mit jemandem in der Moschee. Ja, aber ich spende doch für die Moschee, ich habe auch Mitspracherecht. Wenn du spendest, spendest du für dich selbst. Subhanallah, wenn du spendest, spendest du für dich selbst. Machst du es, damit du Mitspracherecht hast, oder wie? Ja, glaubst du, du bist der Einzige auf der Welt, der spendet? Aber es gibt Leute, wirklich, ich habe das schon oft erlebt, sehr oft erlebt. Ja? Mach deine Spende nicht kaputt. Ja, ayyuha allazina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oh, die ihr glaubt, macht nicht eure Sadaqat zunichte, durch Men vorhalten und adha, Schaden zufügen. Ja? Pass auf, behalte deine Taten, behalte sie. Wallah, sie sind wertvoll, sehr, sehr wertvoll. Stell dir mal vor, du denkst, ja, oh, ich habe hier gespendet, ich habe das getan und am jüngsten Tag hast du nichts davon. Das ist eine Katastrophe. Es ist wie jemand, ja, der, mashallah, ja, eine Firma gegründet hat und verdient Geld, 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 aber vergisst das Finanzamt. Was ist mit dem am Ende? Alles weg. Also vielleicht noch Minus. Ja? Und so am jüngsten Tag, du denkst, oh, ich hab. Aber subhanallah, du vergisst, dass es einen Tag der Abrechnung geben wird, wo es genau auf diese Dinge ankommt. Und plötzlich ist alles weg. Das ist Katastrophe. Ich meine, in der Dunya kann ich auch Insolvenz gehen. Ja, anmelden. Ja, kein Problem, kann ich neu anfangen. Nach 3, 4 Jahren ist die Sache vorbei. Aber da ist Khalas. Gibt es kein Zurück mehr. Ist vorbei. Verloren ist verloren. Und jetzt beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala im Weiteren jetzt das, was sie bekommen und was der Anlass ist dafür, dass sie das überhaupt tun. Hier wieder, inna nakhafu, wieder Khauf, Ehrfurcht,
مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. Wir fürchten ja von unserem Herrn einen Tag, der düster blicken lässt. Abus von Abasa. Abasa ist so, dass du böse schaust. Abasa wa tawalla. Er runzelt die Stirn. Jemand, der sozusagen böse schaut. قَمْطَرِيرًا. Ja? Ja? Der voller Unheil ist. Wieder diese Ehrfurcht gegenüber Allah und den, was am jüngsten Tag geschehen wird. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Und als Belohnung hierfür schützt sie Allah Ta'ala vor dem Schlechten dieses Tages. So bewahrt sie Allah vor dem Übel jenes Tages. وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Und wird ihnen strahlendes Glück und Freude darbieten. Subhanallah. الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Die Vergeltung ist immer entsprechend der Tat. Sie hatten Angst vor diesem Tag. Und weil sie Angst in der Dunya hatten, hat Allah Ta'ala ihnen die Angst an diesem Tag genommen. Und in dem Hadith Qudsi heißt es ja, dass Allah Ta'ala seinen Dienern nicht zwei Ängste geben wird und nicht zwei Sicherheiten. Wer in der Dunya Angst hatte, ja, der wird am jüngsten Tag keine Angst haben. Und wer sich in der Dunya sicher gefühlt hat, der wird sich am jüngsten Tag nicht sicher fühlen. Subhanallah. Al-Jaza'u min jinsi al-amal. So einfach ist das. Hast du Ehrfurcht in der Dunya, wird dir Allah Ta'ala diese Angst am jüngsten Tag nehmen. Und dann, es ist ein Tag, der düster blickt. Und weil sie Angst hatten vor diesem Tag, gibt Allah Ta'ala ihnen an jenem Tag strahlendes Glück und Freude als Ausgleich dafür. Und so ist es immer, meine lieben Geschwister im Islam. Ja, du bekommst immer das, was du vorausgeschickt hast. Sei dir dessen sicher. Manche nennen das, die nicht an Allah glauben, Karma. Ja? Aber das ist genau das, Subhanallah. Selbst schon in dieser Dunya. Du bekommst das zurück. Sei dir dessen sicher. Das, was du sähst, wirst du ernten. In der Dunya und im Akhira. In der Dunya und im Akhira. Alles, was du jetzt tust, wirst du eines Tages ernten. Im Guten sowie im Schlechten. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, warum? Warum sie das bekommen? Ja, genau aus diesem Grund. Was wir gerade gesagt haben, al-jaza'u min jinsi al-amal. Die Vergeltung ist entsprechend der Tat. Ja, wa jaza'hum von jaza'. Ja, bima sabaru jannatan wa harira. Und ihnen vergelten, dass sie standhaft gewesen sind mit einem Garten und mit Seide. Ganz wichtig. Wir werden das immer wieder finden in dieser Sura. Dass sie das bekommen für das, was sie getan haben. Wir dürfen aber eine Sache niemals vergessen. All das, was wir am jüngsten Tag bekommen, bekommen wir durch die Barmherzigkeit Allahs. Und trotz alledem gibt es ein ganz klares Verhältnis zwischen unseren Taten und zwischen unserer Belohnung. Aber unsere Taten reichen niemals aus, um diese Belohnung zu erlangen. Sondern diese Belohnung erlangen wir nur durch die Barmherzigkeit Allahs. Weil Allah Ta'ala so barmherzig ist, Allah hätte es auch einfach so von uns verlangen können, oder? Ich meine mal ganz ehrlich, lass uns doch mal die anderen Geschöpfe anschauen. Eine Ameise, nochmal zu den Ameisen, die ihr Leben lang arbeitet, fleißig ist. Was bekommt sie am jüngsten Tag dafür? Kriegt sie irgendwas? Nichts. Einfach Staub. Hätte es nicht bei uns auch so sein können? Allah verlangt einfach von uns einfach, Punkt. Du musst es machen, Punkt. Aber Allah Ta'ala, er sagt, guck mal, tu Gutes. Und ich in meiner Barmherzigkeit werde es dir mit Gutem vergelten. Ich in meiner Barmherzigkeit werde es dir mit Gutem vergelten. Und deswegen, wir erlangen das, was bei Allah ist, nicht durch unsere Taten, sondern durch die Barmherzigkeit Allahs. Aber trotz alledem sind unsere Taten der Grund dafür, dass wir die Barmherzigkeit Allahs erlangen und verdient haben. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. Und ihnen vergelten, dass sie standhaft gewesen sind. جَنَّةً وَحَرِيرًا. Mit einem Garten und mit Seide. صَبْر. Wallahi, diese Standhaftigkeit ist das, worauf es ankommt. Das ist das Schwierigste überhaupt. Die Standhaftigkeit, gerade in unserer heutigen Zeit, ist das Schwierigste überhaupt. Warum sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er mit den Sahaba gesprochen hat, er hat gesagt, dass seine Brüder oder die Leute, die später kommen werden, nach ihm, 50 Mal mehr Belohnung bekommen werden als die Sahaba. 50 Mal mehr. Das heißt nicht, dass man dieselbe Stellung wie die Sahaba hat, aber vom Lohn her 50 Mal mehr. Dann haben die Sahaba gefragt, ja Rasulullah, wie kommt das, dass die Leute 50 Mal mehr Belohnung bekommen werden? Weiß jemand warum? Wie hat der Prophet das begründet?
Ja, er sagte, innakum tajiduna ala al-khayri a'wana. Ihr habt Leute um euch herum, die euch helfen, Gutes zu tun, aber sie haben das nicht. Wir leben wirklich, also wenn wir mal unsere Zeit betrachten, vielleicht kommen noch schlimmere Zeiten, Allahu a'lam, ja. Aber wir merken, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Und du merkst, dass viele Menschen nicht durchhalten. Wie viele Geschwister hatten wir, die mit uns hier gesessen haben vor einigen Jahren, die jetzt gar nicht mehr praktizieren? Ich kenne sehr viele. Ich könnte jetzt Namen nennen. Und wallahi, ich mache das nicht. Ich sage das nicht, weil ich mich irgendwie über sie auslasse, weil ich Angst um mich selbst habe. Wer sagt mir und wer gibt mir die Garantie, dass ich gefestigt bleibe? Wer gibt uns die Garantie? Und deswegen, subhanallah, ich bewundere die Leute, die es geschafft haben, im Islam alt zu werden und so von dieser Dunya zu gehen. Ich meine, die Gelehrten, was haben sie gesagt? Al-hayyu la yu'manu alayhi fitna. Jemand, der noch lebendig ist, der ist nicht geschützt vor der Fitna. Das haben Gelehrte gesagt. Und deswegen soll man sich wen zum Vorbild nehmen? Jemand, der schon von der Dunya gegangen ist. Und nicht jemand, der lebt. Weil das Gefährliche ist, wenn du dir jemanden zum Vorbild nimmst, ja, der noch lebt, und dann kommt er vom richtigen Weg ab. Dann bricht ein ganzes Weltbild zusammen. Dann sagst du, oh, also wenn der vom Weg abkommt, ja, warum ist er abgekommen? Warum hat er den Islam verlassen? Da muss doch irgendwas dran sein. Aber du hast dir den Falschen zum Vorbild genommen. Natürlich kann man sich auch lebendige Menschen zum Vorbild nehmen. Aber die absoluten Vorbilder sind diejenigen, die schon gegangen sind, weil sie es geschafft haben. Aber al-hayyu la yu'manu alayhi fitna. Jemand, der noch lebendig ist, der ist nicht geschützt vor Fitna. Möge Allah uns alle festigen, ja Rabbil Alamin. Und es ist deswegen nicht verwunderlich, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam als Prophet immer wieder dieses Dua gemacht hat. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, du Beweger der Herzen, festige mein Herz auf deiner Religion. Weil das so schwierig ist. Ich brauche Sabr. Ich brauche Sabr. Ich brauche die Leute, die mich an Sabr erinnern. Und sich gegenseitig zur Wahrheit und sich gegenseitig zur Geduld ermahnen. Und ihnen vergelten, dass sie standhaft geduldig gewesen sind. Mit einem Garten oder mit einem Garten und mit Seide. Und jetzt kommen sozusagen genau diese Beschreibungen, was sie bekommen werden im Paradies. Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'iki, la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Worin sie sich auf überdachten Liegen lehnen, worin sie weder heiße Sonne noch bittere Kälte wahrnehmen werden. Manche Gelehrte haben gesagt, ja, dass es im Paradies nicht die Sonne gibt, wie wir sie kennen. Es gibt einfach dieses göttliche Licht, was Allah Ta'ala den Menschen gibt, wo du weder Hitze verspüren wirst, noch Kälte. Weder extreme Hitze, noch extreme Kälte. Sondern es ist immer genau so, dass es den Menschen im Paradies gut gehen wird. Als Ausgleich für ihre Anstrengung auf dem Wege Allahs. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا. Nahe über ihnen sind seine Schatten. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Und seine Früchte sind ihnen zum Pflücken sehr gefügig gemacht. Alles ist das leicht. In der Dunya war vieles schwer gewesen. حُفَّتْ النَّارُ الْجَنَّةُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ. Das Höllenfeuer ist umgeben, was mit Shahawat, Begierden. Sachen, die dein Nefs gerne machen möchte. Aber das Paradies ist umgeben mit was? Mit Makari. Dinge, die anstrengend sind. Dinge, die ich eigentlich nicht machen möchte. Aber die am Ende zum Erfolg führen. Aber in den Jannah ist genau umgekehrt. Das ist alles leicht. Alles ist nah. Ja, deine Quelle ist immer bei dir, dein Kühlschrank ist immer neben dir, subhanallah. Ja, deine Früchte einfach hier pflücken, egal wo du bist. Deine Quelle kommt aus der Erde gesprudelt, da wo du gerade dich befindest. Stell dir mal vor, du hast eine Quelle, die immer bei dir ist, die immer dort hervorsprudelt, wo du dich gerade befindest, Allahu Akbar. Ja, وَقُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Und seine Früchte sind ihnen zum Pflücken sehr gefügig gemacht. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ. Jetzt kommt weiteres. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. Herumgereicht werden ihnen Gefäße aus Silber und Trinkschalen, die wie aus Glas sind. قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقَدِيرًا. Gläser aus Silber, die sie sich im rechten Maß bemessen. Qawarir ist entweder eine Flasche, etwas Rundes, oder damit ist Glas gemeint. Und wahrscheinlich werden die Paradiesbewohner im Paradies Becher haben, welche rund sind oder aussehen wie Flaschen, rund, ähnlich wie diese Qawarir, ja,
aber einen silbernen, eine silberne Farbe oder silberne Farbe haben. Ja? وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Und zu trinken gegeben wird ihnen darin ein Becher, dessen Beimischung Ingwer ist. Aber ja, dieser Ingwer, der ist nicht scharf, sondern عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. Also einer Quelle darin, die Salsabil genannt wird. Salsabil kommt von Salasa. Und Salasa heißt so viel wie, dass es leicht zu trinken ist. Oder dass es schön kühl ist, dass es nicht brennen wird. Und im Paradies gibt es dementsprechend nur die Namen, aber die Dinge sind komplett unterschiedlich. Das Einzige, was wir haben, was übrig ist von dieser Dunja, sind die Namen. Sieht aus vielleicht wie ein Apfel oder wird Apfel genannt, aber schmeckt ganz anders. Der Wein ist zwar Wein, der dir ein Gefühl gibt wie bei einer Spirituose, aber ohne, dass du betrunken bist und ohne, dass du Kopfschmerzen bekommst oder dass dir übel wird. Es bleibt also nur der Name und der Effekt, dieser schöne Effekt. Aber all die negativen Aspekte sind nicht mehr vorhanden im Paradies. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, einen fihat usamma salsabila ganwat, auf die nächste Seite gehen hier, dann schließen wir auch gleich ab, insha'Allah ta'ala. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Und unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Wenn du sie siehst, hältst du sie für ausgestreute Perlen. Die Gelehrten haben das so beschrieben, was sie gesagt haben. Überall um die Paradiesbewohner herum wird es junge Knaben geben, Männer, welche nichts anderes zu tun haben, als die Paradiesbewohner zu bewirten und sie zu bedienen. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Und wenn du dorthin siehst, wirst du Wonne und ein großes Reich sehen. Warum sagt Allah Ta'ala ein großes Reich? Weil jeder Paradiesbewohner im Paradies so leben wird, wie ein König in dieser Dunya. Und noch viel mehr haben wird. Was wird derjenige im Paradies haben, der als letztes das Paradies betreten wird? Was wird er bekommen? Ja. Das Zehnfache von der gesamten Dunya. Und der Prophet beschreibt das schön, sallallahu alaihi wa sallam, wie er aus dem Höllenfeuer kommt und dann immer näher dem Paradies kommt. Und dann wird er das Paradies betreten. Und Allah wird ihm fragen, es gibt ja verschiedene Überlieferungen, ja, er wird ihm fragen, würdest du zufrieden sein, dass ich dir die gesamte Dunya gebe und nochmal so viel? In einem anderen heißt es zehnfach so viel. Ja, und dann wird dieser letzte Mann sagen, der das Paradies betreten wird, ja, Allah, machst du dich lustig über mich? Machst du dich lustig über mich? Und subhanallah, das ist dann der, der die unterste Stufe im Paradies hat. Welcher König, welcher Herrscher in der gesamten Menschheitsgeschichte hat die gesamte Dunya beherrscht? Keiner. Ich weiß nicht, vielleicht der größte war vielleicht, ich weiß, das britische Imperium, ja, war vielleicht das größte Reich in der Menschheitsgeschichte, aber auch sie haben nicht die gesamte Welt beherrscht. Jetzt stellt euch mal vor, subhanallah, 10-mal so viel wie die gesamte Dunya, das ist Mulk. Das ist wahre Herrschaft. Und was hinzukommt, es ist ewig. Nicht vergänglich, subhanallah, ewig. Du wirst immer haben. Ein König in der Dunya, 30, 40, 50 Jahre, und dann geht er von dieser Dunya. Und es wird vererbt. Vielleicht streiten sich die Erben, es wird aufgeteilt, das Reich etc. Hatten wir alle schon in der Geschichte gehabt. Aber subhanallah, dort hast du es ewig. Das ist wahrer Mulk. Wa mulken kabira. Und ein großes Reich werden sie dort sehen. Und jetzt beschreibt sie Allah Ta'ala noch einmal, was sie tragen. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabarak. Auf ihnen werden grüne Gewänder aus Seidenbrokat sein und schwerer Brokat. Sundus ist sehr, sehr feiner Brokat, also sehr feine Seide. Sehr feine Seide. Und das wird in ihrer Kleidung sein, sodass es ihrer Haut nicht wehtut, dass es nicht an ihrer Haut reibt. Und der äußere Teil ihrer Kleidung wird aus etwas schwererer Seide oder etwas groberer Seide bestehen, die aber in besonderer Weise schön aussieht, grün glänzt, wie es Allah subhanahu wa ta'ala sagt, grüne Gewänder aus Seidenbrokat und schwerem Brokat.
وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةِ Und geschmückt werden sie seien mit Armreifen aus Silber. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا Und zu trinken wird ihr Herr ihnen ein reines Getränk geben. Also wir sehen, subhanallah, dreimal spricht Allah Ta'ala in dieser Sura über verschiedene Getränke. Es gibt nicht nur eine Quelle im Paradies. Es gibt sehr viele Quellen im Paradies. Und du hast nicht nur einen Geschmack im Paradies, sondern du hast sehr viele Geschmäcker im Paradies. Und wie wir auch haben in anderen Ayat, ja, in Surat Muhammad, ja, haben wir vier Flüsse. Welche vier Flüsse werden in Surat Muhammad genannt? Was sind das für vier Flüsse, die im Paradies sind, die in Surat Muhammad genannt werden? Wer kennt diese vier Flüsse? Ja, wer kann Surat Muhammad auswendig? Was? Ja, Allah Ta'ala nennt diese Flüsse. Ja, er zeigt, was das für Flüsse sind. Und zwar Milch, ja? Wasser, Chamr, Honig, Barakrafik, sag mal. Subhanallah, ja? Verschiedene Flüsse. Ja? Und Allah Ta'ala nennt hier in Surat Al-Insan verschiedene Arten von Getränken, um aufzuzeigen, im Paradies wird es dir niemals langweilig werden. Es wird immer etwas geben, ja, was zu einer Abwechslung führt. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist jetzt die letzte Ayah, die wir heute besprechen werden, inshallah, Inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura. Dies ist ja der Lohn für euch und euer Bemühen wird gedankt sein. Das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Al-Jaza'u min jinsil 'amal. Die Tat ist entsprechend oder die Vergeltung ist entsprechend der Tat, die du gemacht hast. Allah spricht immer wieder darum. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ganz wichtig, ja, wenn ich eine hohe Stufe bei Allah erreichen möchte, muss ich bereit sein, hierfür etwas zu tun. Genau wie in der Dunya. Möchte ich in der Dunya eine hohe Stufe haben, muss ich bereit sein, dafür etwas zu tun. Ich muss mich anstrengen. Und möchte ich bei Allah etwas erreichen, muss ich bereit sein, etwas zu tun. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt folgendes in diesem schönen langen Hadith, ja, wo er dann über auch die Majalis al-Quran spricht, die Sitzung des Korans, dass die Sakina auf die Menschen herabkommen wird, die Rahma sie umgibt, die Engel sie umgeben und Allah sie bei denjenigen erwähnt, die bei ihm sind. Und dann kommt ein wichtiger Zusatz. Was sagt Allah? Was sagt der Prophet? وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Ein Zeichen. Ich soll aufhören. Ja? Und wessen Taten zu kurz kommen, dem wird seine Abstammung auch nicht weiterbringen. Es kommt auf deine Taten an. Willst du also eine hohe Stellung bei Allah, dann tu etwas dafür. Und ich schließe ab, inshallah ta'ala, mit dieser schönen Überlieferung unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wo ein Sahabi, ein junger Sahabi zu ihm kam, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Er brachte ihm was zu trinken, Wudu-Wasser. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zu ihm, bitte mich um irgendetwas. Und dann sagte er was? As'aluka murafaqataka fil Jannah. Ich möchte dein Gefährte im Paradies sein. Und dann sagt ihm der Prophet aus nicht, du spinnst. Er sagt nicht, das ist nicht möglich. Er sagt nicht, okay, ich mache das Dua. Sondern was sagt er? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es ist alles möglich. Alle Stufen sind offen für jeden Menschen. Im Paradies gibt es keine, weiß ich nicht, Vetternwirtschaft. Alles ist möglich, alles ist möglich. Jeder von uns kann theoretisch ein Abu Bakr sein, wenn er sich anstrengt. Zu den Muqarrabin gehören, zu denjenigen, die Allah sehr, sehr nahe stehen. Aber worauf kommt es an? Was sagte der Prophet? Wer kennt den Hadith? Was war seine Antwort gewesen? Die Antwort ist das, worauf es ankommt. إِذَنْ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَفْرَةِ السُّجُودِ Willst du das? Okay, kein Problem, ich mache Dua. Aber du musst mir dabei helfen, indem du dich viel niederwirfst. Also indem du viel Ibadah machst und dich anstrengst. Anders geht es nicht. Und darauf wird es am jüngsten Tag ankommen. Jeder wird denken, oh, ich bin etwas Besonderes bei euch. Nein, nein. Du bist dann besonders, wenn du dich besonders verhältst. Wenn du besonders viel tust, besonders aufrichtig bist. Diese Taten vollziehst, die Allah Ta'ala hier erwähnt hat, das wird den Unterschied machen, subhanallah.
Das wird den Unterschied machen, subhanallah. Und wir haben alhamdulillah alle noch die Möglichkeit, jeder einzelne von uns, kann sich noch verändern, kann noch hohe Stufen bei Allah erreichen. Und erst am jüngsten Tag werden wir wissen, wer wirklich am meisten gemacht hat. Wer weiß, subhanallah, vielleicht treffen wir uns so wieder, wie wir hier gerade sitzen. Dann trefft ihr mich oder ich treffe euch oder ihr trefft euch untereinander. Und dann wird man vielleicht weinen, weil der andere eine es nicht geschafft hat. Und sagen, subhanallah, du warst doch mit uns gewesen. Ja, ich habe es nicht praktiziert. Und der andere, von dem man dachte, oh, krass, ja, der war immer so still gewesen, den hat man nie bemerkt. Der ist dann plötzlich in einer richtig hohen Stufe, weil er so viel getan hat und so aufrichtig gewesen ist. Wir wissen es nicht, subhanallah. Aber es liegt jetzt in unserer Hand. Jeder von uns kann an sich arbeiten und kann die höchsten Stufen erreichen. Es ist nur eine Frage der Anstrengung. Inna hadha kana lakum jazaa. Dies ist ja der Lohn für euch. Wa kana sa'yukum mashkura. Und euer Bemühen wird gedankt sein. Ja, das für heute, insha'Allah ta'ala. Wir sind jetzt angelangt bei Vers Nummer 22. Und nächste Woche, insha'Allah ta'ala, machen wir dann den Rest der Sura. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر